Hallo, da sind wir wieder, Pip und Gitte. Wir spielen Pathfinder und sind hier immer noch in der verlassenen Festung. Allerdings haben wir jetzt die graue Schwester besiegt und ihre Freunde. Und wir hatten die Hilfe eines Golems, das war gut. Ja, der hat uns ganz gut den Rest vom Hals gehalten, bis wir uns einigermaßen gebufft hatten. Trotzdem war es ein ganz schön harter Kampf und vor allen Dingen auch ziemlich verlustreich, was unsere Fähigkeiten angeht. Ja. Wir hatten alle reichlich Attributsverluste, außer Rasputin und Harim hatte nur einen Punkt Stärkeverlust. Mhm. Aber ansonsten haben alle ganz gut. Wie viel Diamantstaub haben wir jetzt eigentlich noch? Wir mussten reichlich natürlich Diamantstaub. Lass mal gucken. Also wir mussten dreimal schlafen und ich habe Harim viermal. Hier war das, oder? Hier ist es. 96, hier. Also wir haben. Ist kein Problem. Es geht. So wie man sieht, das Obbo immer hatten, noch. Als ich letztens geguckt hat, glaube ich, 114 gehabt, dann haben wir noch einige zwischendurch gefunden. Mhm. Also wir haben reichlich gebraucht, aber alle sind jetzt wieder frisch und munter. Bis auf Obbo, wie man sieht. Naja, Obbo hört eben. Obbo braucht auf jeden Fall eine etwas angenehmere. Ja, also ein richtig nettes, kuscheliges Ausruhen. Plätzchen. Er ist an der Schwelle des Todes. Aber er wird ganz bestimmt überleben. Wir werden uns um ihn kümmern. So, jetzt. Wir haben die Level vergeben. Genau. Level 13 sind es jetzt alle. Ja. Hier sieht man es immer schlecht. Aber wir haben ihr den mächtigen Waffenfokus auf ihr Bastardschwert gegeben. Ja. Das war's eigentlich. Mehr hat sie ja so. Ja, sie kriegt ja nicht viel. Gekriegt. Das ist immer schnell geschafft bei ihr. Ja. Dann Gina haben wir Eiserner und Wille gegeben. Ja. Damit sieht sie jetzt mit den Willensrettungswürfen ein bisschen besser aus. Und als Terrain hat sie noch den Wald dazu gekriegt. Bevorzugtes Gelände. Keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Wir wissen ja nicht. Nö. Octavia haben wir die durchschlagenden Zauber gegeben. Und Lindsay haben wir auch Zähigkeit gegeben. Die hatte nämlich auch wenig Zähigkeitsrettungswürfe. Ja. Und Harim haben wir Zauberfokus auf Verzaubern gegeben, weil wir das eigentlich immer am häufigsten nutzen. Genau. Ja. Und dann werden wir uns hier mal ein bisschen umgucken, was es hier so alles gibt. Ich muss wirklich sagen, dass Harim eigentlich richtig gut war. Also Pepe meckert ja immer rum mit Harim, aber er ist wirklich ein stabiler Typ. Ne? Hat auch relativ wenig, also seine Zauber klappen fast immer. Im Gegensatz zu Octavia, da könnte man sagen 50% klappen da ungefähr nicht. Ja, bei Octavia, da habe ich fast den Eindruck, die Feuer... Sau beutelt mehr wie 50%. Überall Blütenblätter. Ja. Ah ja, die Hüterin der Blüte, ja eben. So, jetzt gucken wir hier mal. Ja. Ist da was drin? Ja. Mit Metalle haben wir ja einige schon gesammelt. Und Handschuhe. Und Handschuhe. Dann werden wir uns die Handschuhe mal betrachten. Handschuhe der Elfen, gucken wir doch mal. Die müssten ja hier dabei sein. Plus 5 auf Wissenswürfe. Das wäre was für unsere Octavia. Keine Frage. 5 auf Konzentrationswürfe, damit sie nicht so oft daneben zaubert. Sie hat auch noch keine Handschuhe. Also sie hat keine Handschuhe, das passt sehr gut. Können wir gleich mal speichern. Große Konstitution plus 4. Wo haben wir die denn gefunden? Keine Ahnung. Kann mich gar nicht erinnern, wo wir die gefunden haben. Aber ich habe im Augenblick... Wenn da hier nicht jetzt jemand nur Konstitution hat, dann müssen wir gucken, ob jemand anders den brauchen kann. Nee, wir haben hier immer Kombis. Naja, oder nicht immer. Geschicklichkeit.
Er hat eine Kombi. Hat auch Kombi. Wir sowieso. Hat ja, sowieso Kombi und Valerie auch. Mhm. Ja. Nee, Octavia, was hat die? Na, Octavia braucht ja keine. Nee, Konstitution braucht sie. Die hat ja nicht sowieso Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution. Und ja, das braucht ganz gut sie alles. Mhm. Lindsay. Lindsay hat Geschicklichkeit. Und was hat unser kleiner Harim, hä? Unser Sturdy. Und Harim. Na du? Hat schon mal Riesenstärke. Plus 4. Ah. Das ist gut, weil er relativ schwer trägt. Genau. Dann kommt er hier auf leicht und hat keinen Malus mehr. Mhm. Gut. So. Ach, wir werden schon los, den Gordel. Das machen wir erstmal. Ja, ja. Weiter. Da bin ich doch ganz zuversichtlich. Nicht. Mach mal das Auge weg, dann kann also man auch sehen. Also dieser eine Golem, der uns da geholfen hat, war wirklich gut. So, lauft mal hier alles ab, damit wir nichts übersehen hier. No stopping now. Tja, mehr scheint hier nicht zu sein. War zwar nett, die Handschuhe, aber eigentlich hatte ich mir hier mehr erhofft. Muss ich schon sagen. Ja, komisch. Ein paar Steinchen dabei, wie üblich. Na, auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht, dass wir den Kampf, also ich dachte, wir müssen den nochmal machen. Ja, ich habe auch eigentlich fest damit gerechnet. Wäre nicht das erste Mal, dass wir den Kampf nicht bestehen, aber in dem Falle. Ja, doch. Ich habe Pepe ganz gut gemacht. So, hier ist wieder so grün. Aber ist wohl nichts mehr. Ist nur das Licht. Ich bin immer gleich misstrauisch. Ja, wir haben ja ein paar Mal geschlafen. Die Hunde müssen behandelt werden. Ja. Dann stellt euch mal hier. March on. Nee, meinst du, hier gibt es noch Kämpfe? Ich glaube es eigentlich. Entschuldigung, kaum. Stellt euch mal hier hin. So, hier kann ich sie am besten treffen, genau. So. I'll make also my own legend. Meinst du, es gibt ja noch Kämpfe? Naja, es würde mich nicht also wundern. Also auf dem Rückweg kann ich es mir vorstellen, hier in der Festung. Naja, lass mich überraschen. Hat man mir schon wieder alles Mögliche in die Tasche geschoben, ist ja schrecklich. Ist immer so. Ja, ja. Bei Gelegenheit werde ich mal wieder aufräumen müssen. Das werde ich jetzt die nächsten 15 Runden wieder erzählen. Und wenn ich es mache, stehen wir wahrscheinlich wieder kurz vorm nächsten Level. Genau, so ist es. I will protect. Und da geht das Ganze wieder von vorne los. The end draws near. Ja, ist ja, gut, Harim. Passt aber du hast dich gut gehalten. Nah und näher. Schwarzblickerei. So. Heißt das Schwarzseherei? Wie, was? Schon gut. Harim sieht ja immer so schwarz, aber er sieht ja halt. So. Naja. Das hatten wir vermutlich schon, jawohl. Aber irgendwie übersteht er das dann alles ganz cool. Wahrscheinlich ist er deswegen so cool, weil er sowieso schon alles schwarz sieht. Ja, die Schlafsäcke hatten wir schon. Können wir noch mitnehmen, schon. Einfache Schlafsäcke. It is done. Ah ja, hier geht's ja noch weiter. Von mir aus müsste es ja nicht weitergehen. So, ich hoffe, dass Christian auf uns wartet. Was liegt denn hier rum? Wir wollen ihn natürlich gerne wieder mitnehmen. Was ist das? Ein Urgrosch. Naja. Was ist denn ein Urgrosch? Nimm mal mit. Ja, klar. Mal angucken. Ja, plus 3. Und wir haben Harim auf Zwergenwaffen auch gesetzt. Aber es ist beidhändig. Harim kann ihn nicht tragen. Es ist eine zweihändige, genau, exotische Waffe. Na, den kann man verkaufen. Ja. Das ist ja eine Zwergenwaffe, wenn da steht Zwergische. Ja, ich dachte auch, weil hat ja auch Fähigkeit, Zwergenwaffen und spezielle Zwergensachen zu benutzen, Harim, aber. Lindsay. Anything is possible.
Mach dich mal ein bisschen dünn. Wer weiß, ob da nicht ein paar böse Rotkäppchen lauern. Applaus, please. Ja, 32, ja. Mach's besser. Wir wissen ja, dass sie gut ist. 720 Punkte hat's gebracht. Ja, Schwierigkeitsgrad 32, ja. No stopping now. Doch, wir stoppen now. Just doch, now. Wir stoppen jetzt und zwar fix. Applaus, please. Ja, aber die war noch schwerer. Nö, doch nicht. Nee, war auch 27, ja. Wie die anderen auch. Follow so. Me. Und? Eine Nacktschlange, guck mal. Ja, ja. Das ist eine Mischung zwischen Wurm und Schlange. Das dürfte die Schlange sein, so wie sie mit ihrem Kopf. Ja, ich weiß. Man fragt sich ja öfter, ist ein Wurm oder eine Schlange? Ja, ja. Gut, Lindsay, gucken wir. Adventures call to them. Oh. Das ist eine Falle gewesen, die sie nicht die gesehen hat. Die hat sie nicht gesehen. Ich glaube, wir haben sie ein bisschen zu schnell laufen lassen und uns nicht drum gekümmert. Das ist nicht die Schuld von ihr. Aber es ist ihr nichts passiert, weil sie hinter dem Sockel schon war. Das war ja gut, dass sie so schnell gelaufen ist. Naja, ich weiß ja nicht, sie hat sie ja sonst entschärft. Ah, hier ist der Ausgang. Ja. Arme kleine Linse. Aber hat ja nichts. Ich hoffe. Doch, was ist denn. Ist da irgendwas mit Feuer oder so? Oder ist es ein Schutz? Ah. Was haben wir denn alle? Ach du Schande. Was ist das denn? Levelentzug. Ja, siehst du? Ich würde an deiner Stelle nochmal erladen. Ah, ja. 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 Das war jetzt wirklich sehr dumm. Das war jetzt aber blöd. Wir haben alle. Oh, da könnten wir wieder. Und nicht so wenig. Ah. Das hast du dich zu sehr entspannt. Ja. Ich hab dich abgelenkt, ich geb's. Ja, ich habe auch gar nicht mehr so richtig damit gerechnet, muss ich sagen. Ja, das ist gestehen. Es ja. Damit haben sie jetzt gespielt. So, ja, ja. So, die hatten wir schon, nehme ich an. Die hatten wir. Ja, die hatten wir. Gut, alle. Vielleicht speicherst weiter. Du dann öfter mal, damit wir dann nicht so weit zurück müssen. Da waren wir auch schon. Die Schlafsäcke hatten wir auch schon. So, das jetzt bitte, kleine Schritte. Ja. Hallo, alle. It is done. Da war, glaube ich, keine. Da war dieses komische Zwergendings. Ja, das können wir einfach einsammeln. Brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern. Ja, klar, Punkt über 4000 oder so. So, kleine Schritte bitte. Lindsay voraus. I see something. Lindsay. Ja. What troubles you? Und dann würde ich, bevor wir in den großen Raum reingehen, nochmal speichern. Ja, auf kann jeden ja auch sein, Fall. Dass die so eine das Sache kann ist. Sein, dass das irrsinnig schwer ist. So ist es. Das habe ich nämlich gedacht. Sieht aus, als wäre hier eine Falle. Aber ich kann nichts erkennen. Lindsay, was ist los mit dir? Das darf nicht wahr sein. Kann lange heimweg werden. Ja, allerdings. Wenn aber das dass so sie die jetzt nicht gesehen hat, wundert mich schon.
Mann, die war immer so gut. Schleicht sie denn und hast und du das? Und das war eine ganz stinknormale Falle. Ach nee. Die hat sie doch vorhin... Du musst das schnell gespeicherte Spiel geladen Einwand. Gerade wieder. Ja. Sie hat immer noch 18 Schaden bei Linzi gemacht. Aber das ist nicht so schlimm, oder? Nee, das ist ja nur das Lock. Ich habe ja wieder hier. Also du hast ja dahinter... Geladen. Du schnell gespeichert, weil hier steht das schnell gespeichert und dann Spiel geladen. Da dachte ich, ja, du hättest das schnell gespeichert jetzt geladen. Das ist irgendwie etwas merkwürdig. Und das ist alles so schwarz. Ja, aber Linzi ist ganz. Naja. Na gut, dann. Dann lass sie doch mal wieder schleichen, heimlich. Schleichens. Alles gucken. Warum sieht sie die nicht? Die hätte sie doch lang sehen müssen. Was ist los mit dir, Linzi? Ja. Sie ist belastet. Ist sie belastet? Ja, aber das dürfte, macht doch nichts auf Wahrnehmung. Das geht wie stark auf ist sie denn belastet? Beweglichkeit und Athletik. Naja, keine Ahnung. Ja, sie ist auf Mittel. Das ist. Das wiegt. 0,2 Pfund. Ich glaube, das nützt nichts, wenn wir hier das abnehmen. Nee. Nö. Sie hat eigentlich nichts Schweres. Nee. Das Mitralkettenhemd. Sie ist mittelbelastet. Selbst das. Mann, sie ist mittelbelastet. Das ist so. Ja, cool. Ja, aber das bringt ja hier die Abzüge hier. Ja, trotzdem ist Heimlichkeit von plus 27. Und Heimlichkeit und Beweglichkeit. Sinn. Aber warum sieht sie das jetzt nicht? Das verstehe ich nicht. Tja. Hier. Guck dir das Loch an. Da kommt Feuer raus, Linzi. Meinst du, die würde das sehen? Keine Ahnung. Nö. Nö. Wenn Octavia das auch nicht sieht. Ja, das bleibt doch nichts anderes übrig als da, ich weiß nicht. Oder dann kann es ja nur ein Bug sein. Siehst du, ja. Sie sieht es sofort. Octavia sieht sofort. Also irgendwas ist mit Linzi. Irgendwas stimmt da nicht mit Linzi. Urplötzlich. Ja. Bis dahin war sie immer richtig gut und jetzt ist plötzlich so, Schluss. Das ist jetzt Octavia und die wird das jetzt auch. So, aber entschärfen kann nur Linzi. Octavia ist, glaube ich, nicht so gut im Entschärfen. Applaus, please. Ja, den ja. Das ist schon irgendwie komisch, den ja? Hast du ja nicht so richtig verdient jetzt, hä? Na so, ja. Alle gehen vor schon. Bis zur Tür. Aufmachen. So, jetzt wird es so. Wirklich gefährlich. Und jetzt nehmen wir jetzt, die jetzt beiden. Jetzt musst du nochmal, bitte, jetzt speichere nochmal. Jetzt speichere ich nochmal, jawohl. Und dann nehmen wir Octavia und Linzi im Gespann. Na, ich würde sagen, ja, von mir. Ganz langsam gehen. I move unseen. So, schleichen lassen, damit sie noch langsamer gehen. Alle beide, du bist mutig. Wo war denn die Falle? Wo war denn die Falle? Hier vorne, ja. Vielleicht kommst du hier nur rüber. Vielleicht kommst du hier gar nicht durch, ohne dass das alles nochmal passiert.
Nee, also. Sind sie nicht. Alle beide sind sie nicht. Gleich macht's wieder rums. Nee, da waren sie ja schon. Die muss irgendwie hier vorne irgendwo sein, ne? Da müssen wir sie halt hinten rechts umgehen. Ja, wo wir jetzt gegangen umgehen, sind. Ja. Da muss sie jeden einzeln laufen lassen eigentlich. Ich speichere nochmal und dann. So. Ihr braucht als Gruppe werden wir das ja wohl dann kaum hinkriegen. Zu schleichen. Ja, so, doch. Wenn ich sie alle da rüber schicke. Ja, ja, das ist das, was ich geschüttelt hatte. Die sehen sie einfach nicht. Paul. Nö. Keiner sieht sie. Na gut, dann, was soll's? Aber was soll's? Wir haben sie umlaufen. Na, die nehmen wir jetzt nicht mit. Ach so, doch, hier. Na klar. Ein bisschen Geld und einen Ring und so noch. Die nehmen erstmal mit. Alle, von mir aus. Ja. Und dann sich wundern, wenn die jetzt belastet sind und nicht mehr laufen. Sie sind immer noch leicht. So viel war hier gar nicht an Zeug. Na, das war jetzt sehr schlimm. Aber hier draußen würde ich auch mal aufpassen. Man weiß nie. Ganz schön hinterlistig. Ja, ja. Ne? Ja. Keine Ahnung, mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Ob wir jetzt wieder zum Tempel des Elchs kommen oder. Weiß ich nicht. Sieht so aus. Ja, da waren wir. Tempel dann würde ich sagen, dann reisen wir jetzt wirklich. Nee, hier in den grünen Gemächern sind wir hier. Ach, stimmt, das ist ja, das kennen wir ja. Da waren wir ja auch. Das sind können die grünen alles. Gemächer. Dann, ja, wir haben jetzt zum Ausgang gehen und dann müssen wir reisen. Wo? Oh. Ich hoffe, da sind keine Fallen aufgebaut worden inzwischen. To victory! Was? Eulenbär, was macht der denn? Das ist der größte Eulenbär wahrscheinlich, den wir je gesehen haben. Hinterhältig wie die sind, würde ich ihn gleich. We can do it! Das ist auf unseren Ort. Ordentliches Vieh. Na ja, der ist jetzt zerbrechlich. Nun nicht gerade. Wo ist denn sein Fell? Ach Gott. Ich will sein Fell. Reuten. Danke. Oh, kann man doch nicht. Aber was gegen die Jagd haben, ist aber dann die Fälle. Verschwendung. Ja. Ja, obwohl wir brauchten da ja sowas als Menschen. Ja. Du hast du gedacht, wir kommen jetzt hier so ohne weiteres raus? Ja. Ich schon. Ja, 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 okay, Lindsay, du singst. Patience. Was soll's? Wir hatten hier irgendwann mal einen Segen, aber, puff. Ja, ja, auch hier sehe ich einen Segen. Na gut, dann nehmen wir den. Danke, kannst wieder einfahren. Ich denke, die rennen jetzt sowieso alle auf das Ding dazu, oder? Nö. Nee, gut. Dann nicht. Umso besser. Aber ich hatte ja, die waren noch im Vormarsch. Ich konnte sie so nicht stoppen. Mhm. Also nochmal das Ganze von vorn. So. Noch haben sie die Fliegenfalle nämlich noch nicht gesehen. Mhm. Wie groß ist die was denn? Bist kommen du sie für eine? Ja. Das wollte ich auch gerade gucken. 13, auch eine 13, ja. Ist gerade mal so groß wie wir. Ganz so, normal, und die macht wahrscheinlich Säure, weil die hat eine Säureresistenz. I tire of waiting. Aber Säure und Gift ist nicht dasselbe, oder? Nein, aber ich mache trotzdem auch Gift. Hm. Die könnte auch Gift machen. Gut. Oh. Wer war das eben? Harim war das. Der hat so gut gestimmt wie du, weißt du was? Der kann ist der eigentlich mit dir verwandt? So gut wie ich. Ja, genau, nur fast. Nicht so eine direkte Konkurrenz. Welcher Level war denn das normal? Ich glaube, ja, das war vielleicht 4. Was willst du denn machen? Elementarschutz. Da. Ist das Elementarschutz? Ja. Und warum haben wir keinen? No. Wahrscheinlich haben wir alles nicht gelernt. Hä? Keine Ahnung.
Jetzt bin ich etwas verblüfft. Level 4. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man gerade... Du hast sie alle noch nicht gelernt. Ist drin. Drin ist er, aber er ist nicht aktiv. Noch nicht, ja, steht noch nicht, ja, zur Verfügung. Klar, weil ich ja... die Genesung hatte. Hat nicht noch jemand? Anything is possible. Ach Mann. Sie hat auch nicht. Lass doch, wir schaffen das auch so. What's the holdup? Man, normalerweise bin ich ja die Vorsichtige, aber in dem Falle würde ich sagen... Bei der 13er Dings hier mit 6 Leuten, die gerade. Keep your eyes open. Na gut. Kannst ja auch Kranbogen und sowas machen noch, damit die irgendwie ordentlich treffen, Mama. Okay. Überredet. Wahrscheinlich bevor die getroffen haben, ist die schon weg. Ready and willing. Gut. Jetzt. So. Also, alle angreifen. Strike with all your might. Und du hältst dich raus. So. We will prevail. Sagte ich nicht. And Lindsay was du sollst dich raushalten. Du gehst dahin. Ogbo. Hirn aus und dahin stellen. Hast gehört? Da. Ich sagte, du sollst... Ich habe ihm doch sein Hirn ausgeschaltet. Nein, aber lass ihn doch. Er muss... Ist tapfer. Ach. Guck mal, und da ist sie schon hin. Ja. So. So. Was erkennt man daran? Wir lieben unsere Tiere. Hm, bitte? Und hat nicht mal was mitgebracht. Nee, natürlich nicht. Ist auch nur so ein... Ist blödes auch nicht mal ein Vieh. Tier, es war ja eine Pflanze. Ach Quatsch, das wollte ich nicht. Gesamt wollte ich. Hier, alle raus hier, wir gehen jetzt nach Hause. Wird aber auch Zeit. Genau. Allerhöchste Eisenbahn. So. Da wollen wir hin. Und zwar schnur. Einen Tag und 5 Stunden braucht es. Stracks. Ja, rein. Was sonst? Naja, die Katastrophenmeldungen können wir uns angucken, wenn wir da sind. Ja. Wir haben den 8. Der Monatswechsel ist um. Also können wir sowieso nichts mehr retten, falls noch was am Kochen war. Nicht viel. Oh, die haben jetzt aber, sind die jetzt lange, gell? Oh, die waren jetzt. Ach, jetzt mal richtig mit lange. Das mit dem Teleportieren müssen wir auch mal. Das müsst ihr irgendwo machen, aber nicht bitte gerade, wenn du jetzt dich ausruhen sollst. Wir gehen jetzt zum Hauptplatz, ja, weil wir vom Hauptplatz gleich ins Schlafzimmer springen, genau, können. Während wenn wir in den Thronsaal gehen, dann überfallen sie uns garantiert gleich. Genau. Ich würde auch immer durchs Schlafzimmer in meine Wohnung gehen. Wenn ich 2 Eingänge hätte. Ja, wenn die Gläubiger vor der Tür als Schlange stehen, dann würde ich auch hinten rumrangehen. Mal gucken, wie das hier aussieht. Wie sieht das denn hier aus? Wow. Na gut. Mann. Sieht schön aus, aber wir müssen trotzdem unser, hoffentlich finden wir unser Schloss noch wieder. Also was immer das Mann. Ist. Ist ganz schön was los. Wir kennen uns gar nicht mehr aus. Ekon steht da. Tessie Federkiel, Priesterin Hassuf. Ja, wir wollen erstmal zum Bischof erstmal verkaufen. Na, da kann ich ja gleich mal den Kleintrödel abladen. Oh, die haben auch neue Sachen. Guck, glaube ich. Adamant Falcata, hat er die schon gehabt? Ach, vorher? Frisch, ja, ne? Ja. Hatte er schon, hatte er. Könnte sein. Ja, kann ich schon jetzt wirklich nicht sagen. 5.900 immerhin. Ja, ja. Klein Kram. So. Ja, guck mal. Kann man das auch... Wow. Da müssen wir jetzt hoch, ja. Nehme ich doch stark an. Das sieht doch aus wie ein Eingang zur Taverne. Schloss. Ah,
Mist, da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ich wollte doch durchs Schlafzimmer rein, Mensch. Naja, wir werden es überleben. Nö, nee, bin ich nicht so sicher. Es kommt darauf an, ob es auch vor. Ja, ich hab's doch gewusst. Hallo, Dragon. Ich bin hier, um diese Tradition zu ehren. Das ist gut. Dankeschön. Aha. Ja, danke. Wow, was ist denn Erstarrung? Wahrscheinlich eine Waffe. Oder nee, es könnte auch ein Ding sein. Eine Rüstung. Ja, ja. Ich danke. Eigentlich danke für ist das er Geschenk. Ja ein Rüstungsschmied. Soll er ruhig machen. Danke. Arbeite weiter. Hauptsache, wie so ein Hobby für ihn wahrscheinlich. Und ein ehrgeiziges Projekt. So, Mim. Hallo, Mim. Wie geht's? Wackelganter. Ja. Glück des standhaften Kriegers. Sehr schön. Aha. Ja. Danke. Genau. Das ist gut. Mann, wir werden ja, die ja schon überhäuft wieder mit Geschenken. Hallo, Shinya. Neue Geschichten. Ja, auf die sind wir besonders scharf. Eine Mönchskammer. Dankeschön. Ja, wir haben ja so viele Mönche. Ich danke euch, Shinya. Die Tulpe. Gut. Das tut uns aber schrecklich leid, dass du keine Zeit hast. Das ist eine Pause, die wir haben. Und das werden wir schlafen. So. Und jetzt geh mal. Und dann gucken wir uns die Sachen an. Genau. So, das eine war vermutlich eine Rüstung. Nein, das Robe ist der die Luft. Robe und die haben wir auch Luft schon gehabt gefunden. Robe nee, nee. Des Wahren Meisters. Nee, das sind die Sachen, die hatten wir schon. Also hier ist. Wenn die keinen Namen hat, die andere Robe, die da unten liegt, dann ist es auch eine, die wir gefunden haben unterwegs. Ja, mehr ist da nicht. Dann gucken wir mal hier. Nee, das haben wir ist noch der gefunden. Zwergische Urkorb. Oh, eine Mönchskammer war das andere. Mönchskammer? Wir standen bei der Mönchskammer. Hauptstadt der Baronie, ja. Das war die wohl. Gut. Können wir verkaufen. Wir brauchen Geld. Können wir ja mal durchgucken. Hier sind Krummschwert, Kampfstab. Feurig. Was denn das? Nunchaku. Verlassene Festung. Das haben wir da entdeckt. Ja. Können wir sowieso nur verkaufen. Ja. Erstarrung, das haben wir gekriegt das hier. Das war Geschenk Erstarrung, gekriegt. Ja. Ist ein leichter Hammer. Das haben wir bekommen von dem Zwerg. Oh ja, hat die Chance, den Gegner zu betäuben. Ja, ja, sieht gut aus. Und das war Edikt, ja. Verlassene Festung haben wir es entdeckt. Das haben wir ja schon da entdeckt, klar. Das ist auch eine gute Sache. Und? Ja. Rüstungsarm, Schienen, Resistenz. Da ist das ein Dreier? Nee, ist ein Zweier. Nee, das ist nee, ein haben wir hier, guck mal, bei den Schmuckstücken. Energiequelle. Das war ja das hier, was wir in der Goblin-Festung entdeckt haben. Ja. Und das hier, Säureimmunität, das hat man ja auch da gefunden. Ja, haben wir auch. Ja, keine Ahnung. Und die beiden, und gerade die Gürtel kennen wir auch, den Gürtel, ja. Das sowieso. Das ist das. Müssen wir noch umziehen. Ja. Glück des standhaften Kriegers. Hier, das hier. Ja. Zwei auf alle Rettungswürfe. Mhm. Oh ja. Das ist auch ganz gut. Jo. Muss mal gucken, wer sowas schlecht noch brauchen kann. Was haben wir hier noch? Weisheit plus zwei und natürliche genau. Rüstung plus zwei. Na gut. Na gut, kann man dann nur sagen. Jetzt gehen wir raus und gucken mal, was wir ja, auf dem ganzen was Karten so alles haben anliegt. Was war das hier? Streitflügel. Aha. Dann sammeln wir doch mal ein. Her? Ja, keine Ahnung.
Wer hat uns denn da noch eine Streitpflege gebracht? Ich weiß es nicht. Nee, das ist eine Streitpflege, ist richtig? Streitpflege plus eins. Ja. Bringt ein bisschen Geld. Gut. Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ja. Und nächstes Mal gucken wir uns mal. Und dann gucken wir hier erstmal genau an, was hier alles anliegt. Und dann müssen wir uns halt auch ein bisschen wirklich mal um die Stadt kümmern. Wir werden es sehen. Ja, und Regionen müssen wir verbessern, hat es geheißen, und alles sowas. Ja gut, aber vorrangig werden wir natürlich auch diese Sache mit... Aber den müssen wir erstmal finden, Amak. Ja, Amak müssen wir finden. Das ist ja unser wirklich die Aufgabe. Da müssen wir sehen, wo wir Amak finden, ob das ein Baronie-Projekt ist. Wir werden sehen. Oder wie wir ihn finden. Okay. Irgendwie werden wir schon ausfindig machen. Genau. Bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss.